Bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir hier zu Gast bei Dr. Peter Buntrock. Und zwar möchten wir Ihnen einige Fragen zu dem Coronavirus stellen. Hier in Kassel ist wie weltweit die Angst sehr groß vor dem neuartigen Virus. Und jeder ist verunsichert, was ist das für ein Virus, was hat er für Auswirkungen, was mache ich, wenn ich Symptome habe und betroffen bin. Und um das jetzt näher zu erläutern, führen wir jetzt ein Gespräch mit Herrn Dr. Buntrock. Dr. Buntrock, erzählen Sie uns mal, was ist das eigentlich für ein neuartiges Virus? Ja, das ist das Coronavirus oder Covid-19, wie die Fachbezeichnung lautet. Das gehört zu der Gruppe der SARS-Viren und jede Virusgruppe hat ja oder jeder Virusstamm oder Typ hat eigene Eigenschaften oder individuelle Fähigkeiten. Und das Charakteristische von dem Virus ist, dass er halt über die Halsschleimhaut in die Lunge vordringt und das Lungengewebe schädigt. Und ja, von daher eine Reihe anderer Eigenschaften als der Influenza-Virus hat und auch aus einer anderen Gruppe kommt. Das heißt, mit was für Symptomen muss ich rechnen, wenn ich jetzt einen Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte? Ja, da müssen Sie erstmal mit nichts rechnen, das zwangsläufig kommen muss, sondern Sie haben bei einer Corona-Infektion die gleichen Symptome wie bei Bagatellinfektionen zu Beginn mit Halsschmerzen und ein bisschen Räuspern und vielleicht Kopfschmerzen. Und Temperatur ist nicht immer dabei, kann aber auch kommen. Und dann wird halt der Husten zunehmen, ständiger Reizhusten. Und dann sind das die Hauptsymptome. Und dann macht man den Abstrich nur, wenn halt in den letzten 2 bis 3 Wochen ein Risiko dazu kam. Also wie Sie sagen, wenn Sie Kontakt hatten mit einem positiv Getesteten, dann ist das natürlich sofort ein Grund, einen Abstrich zu machen. Oder wenn Sie aus dem Risikogebiet kamen in den letzten 2 bis 3 Wochen, also Italien, Spanien, Frankreich, Iran, China natürlich, gehört ja alles schon zum Risikogebiet. Oder hier aus den deutschen Hochburgen, Heinsberg. Und ja, das sind die Kriterien vom Robert-Koch-Institut. Gab es denn bei Ihnen in der Praxis auch schon Verdachtsfälle, dass Menschen zu Ihnen gekommen sind und haben die Vermutung gehabt, sie tragen den Coronavirus in sich? Ja, wir hatten auch 2 Verdachtsfälle, die auch die Robert-Koch-Kriterien erfüllt haben, die ich ja eben schon angesprochen habe. Und da haben wir dann in voller Montur nach Vorschrift vor der Praxis den Abstrich gemacht. Die waren beide negativ. Und das war ja noch vor der Einrichtung der zentralen Abstrichstellen, die bei uns ja hier im Klinikum Kassel sind, in der Mönchebergstraße. Das war noch davor und die waren beide negativ. Das heißt, sind Sie auch noch ausreichend ausgestattet mit Desinfektionsmittel und Schutzkleidung? Schutzausrüstung, ja, haben wir noch. Einmal Kittel, Hauben, Brillen und natürlich Mundschutz. Benutzen wir auch jetzt schon im Alltag alle, wenn hier Patientenbetrieb ist. Aber wie gesagt, die Menschen halten sich sehr gut an die Politik, die offizielle Politik, die ja durch die Medien verbreitet wird, dass sie anrufen sollen, nicht in die Praxis kommen sollen und sich telefonisch Rat holen. Und dann kann man das meiste auch telefonisch regeln. Funktioniert sehr gut, denke ich, bislang. Das ist ja sehr schön. Freut uns auf jeden Fall zu hören, dass die Menschen so vorsichtig und vernünftig sind. Wie schätzen Sie denn die Lage jetzt insbesondere für Kassel ein? Was vermuten Sie? Wird es jetzt weitere Einschränkungen in Kassel geben oder meinen Sie, die aktuellen Einschränkungen sind ausreichend, um das Virus weiter einzudämmen? Da kann ich nicht vorhersehen, weiß ich nicht. Also das wird sich halt an den Infektionszahlen orientieren, wie weit die Maßnahmen noch gehen. Und
grundsätzlich gibt es ja immer diese 2 Wochen Inkubationszeiten oder diese Perioden, die man abwarten muss, um eine Maßnahme zu beurteilen. Und die muss man, also die Hauptmaßnahmen mit den Schließungen der öffentlichen Veranstaltungen und so, das ist jetzt ja noch nicht mal eine Woche her. Also um dann einen Effekt sozusagen in der Zunahme der positiven Fälle zu sehen, muss man noch mindestens bis zum, schätze ich mal, bis zum 25. März warten, bis man das sehen kann. Und dann muss man ja entscheiden, ob man weitere Maßnahmen macht. Aber ich denke, das wird schon erstmal eine gute Wirkung haben, die bisherigen Maßnahmen, weil sie auch relativ konsequent durchgehalten werden. Ja, speziell für Kassel, das wird ja nicht anders sein als in anderen deutschen Städten. Also hier so in Mitteldeutschland, sagen wir mal, was speziell jetzt, ob Kassel spezielle Maßnahmen ergreifen muss, denke ich nicht. Also wird man sich schon an die Bundes- und Landesempfehlungen halten können. Und wie gesagt, die ersten Maßnahmen muss man halt erstmal abwarten. Ne, einen Zyklus, einen Inkubationszyklus, um die beurteilen zu können. Und wie schätzen Sie die weltweite Lage der Infizierten ein? Also wenn man jetzt die Zahlen vergleicht, also in Deutschland gibt es mit dem Stand heute weit über 8.000 Infizierte, in den USA über 5.000 Infizierte. Jetzt haben wir nur zum Glück 23 Menschen, die an dem Virus gestorben sind, und in den USA sind es schon fast 100 Menschen. Wieso gibt es da so einen krassen Unterschied? Naja, ich denke, das liegt eindeutig an der Basisversorgung, an der medizinischen Basisversorgung, die bei uns halt schon über Jahrzehnte, praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg hier immer aufgebaut wurde und immer darauf geachtet wurde, dass da alle die gleiche gute Versorgung haben, und das funktioniert ja auch sehr gut. Und in den USA hat halt immer nur der eine gute Versorgung gehabt, der das sich auch leisten konnte. Und da ist ja die medizinische Versorgung an der Basis längst nicht so gut wie bei uns. Und deswegen haben die auch mehr Tote. Das liegt für mich auf der Hand, denke ich. Und wieso ist eigentlich die Sterblichkeitsrate gerade bei älteren oder geschwächten Menschen so hoch? Können Sie uns das vielleicht aus medizinischer Sicht noch mal genauer erklären? Na, ich denke, im Wesentlichen liegt das an dem Zustand des Immunsystems, das halt bei vorerkrankten Menschen nicht so kompetent ist, nicht so intakt ist, und deswegen der Virus da nicht, wird ja auch bekämpft, aber halt nicht so erfolgreich und im dummen Verlauf dann halt auch erst, nachdem die Virusschäden oder die Viruslast im Körper schon die Lungen, das Lungengewebe so weit geschädigt hat, dass man halt daran verstirbt und das Immunsystem den Virus nicht mehr bekämpfen kann ausreichend. Also das ist dann im Wesentlichen der Grund. Also das geschwächte Immunsystem bei Asthmatikern oder COPD-Patienten oder Menschen, die Cortison einnehmen müssen, natürlich die vorgeschädigte Lunge, das Lungengewebe. Ne? Wir wissen ja alle, wenn jemand jahrelang diese COPD hat, dann ist die Flexibilität der Lunge nicht mehr gegeben und die Schleimhautschichten sind ausgedünnt und da gibt es weniger Durchblutung und so eine vorgeschädigte Lunge ist halt viel empfänglicher für diese Schäden, die der Virus setzen kann. Das heißt, auch alle Raucher sind dann im Grunde stärker gefährdet? Ja, auf jeden Fall. Raucher und auch Ex-Raucher leider. Ja, Raucher, das ist schon ein negativer prognostischer Faktor. Also dann durchaus auch, kann ein jüngerer Mensch auch zu der Risikogruppe angehören, wenn er jetzt zum Beispiel ein starker Raucher ist. Ja, und damit halt eine Lungenschädigung hat, die er vielleicht noch gar nicht im Alltag ohne so einen virulenten oder aggressiven Virus sich bewusst war, dass die Lunge doch schon so geschädigt ist, weil er es im Alltag, wie gesagt, nicht gemerkt hat. Und jetzt kommt er in Kontakt mit so einem hochpathogenen Virus und dann wird sich heraus oder zeigt sich, wie weit die Lunge noch, die hat ja auch so ein ortsständiges Immunsystem, wie weit das noch, die Schleimhaut-Antikörper da noch funktionieren. Und die sind halt bei Rauchern geschädigt oder vorgeschädigt.
Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant zu wissen. Ich denke, das geht auch oft jetzt gerade in den Medien unter, also dass Raucher einfach halt auch generell zur Risikogruppe gehören. Und uns interessiert auch, in Italien hat man zahlreiche Medienberichte gesehen, wonach die Menschen bei vollem Bewusstsein sterben sollen. Wieso ist das so und können Sie uns das vielleicht irgendwie erklären? Dass die Menschen bei vollem Bewusstsein gestorben sind in Italien, habe ich nicht gesehen. Die sind ja, wenn sie ganz schlecht dran sind, auch, sollten sie auch im Krankenhaus sein. Und dann, wie gesagt, wenn die Lunge die respiratorische Funktion nicht mehr aufrechterhalten werden kann, müssen sie ja beatmet werden. Und dann ist halt immer die Frage, ob es genug Beatmungsplätze gibt. Und dann, wenn es nicht genug gibt, ist die Frage, für wen die Beatmungsplätze genommen werden. Und da hat halt jeder also seine eigene Politik, oder? Weiß ich nicht, wie das entschieden wird. Bin ja nicht, Gott sei Dank, nicht in der Lage, das entscheiden zu müssen. Aber ja, das ist immer der entscheidende Faktor, wie viele, also das erste Organ, was ja geschädigt ist oder ausfällt, ist ja die Lunge. Und dafür braucht man dann halt zeitweise dann diese Beatmung mit einer Intubation und dann einer maschinellen Beatmung. Das geht ja nicht so einfach. Und diese Beatmungsplätze in den Intensivstationen sind ja sehr, sehr teuer und nicht so häufig, sodass das entscheidende Kriterium ist dann für das Überleben von den Schwerstbetroffenen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr traurig. Jeder Mensch, der daran erkrankt und stirbt, das ist wirklich tragisch heutzutage. Und wir möchten jetzt natürlich noch mal wissen, wie können Sie sich schützen? Wie kann man präventiv vorbeugen, dass man quasi gar nicht diesen Virus sich einfängt? Haben Sie da vielleicht Tipps für unsere Zuschauer? Naja, die sind ja schon alle ausreichend besprochen worden, also kann ich nichts Neues hinzugeben. 1 Meter mindestens Abstand, besser 2 Meter, keine Türklinken anpacken, Menschenansammlungen meiden. Frische Luft ist immer gut, ausreichend Vitamin C, Sanddornelixier ist ein gutes Vitamin C-Quelle. Ja, fit bleiben, wenig rauchen, gesunde Ernährung. Wie gesagt, die Menschenansammlungen meiden. Es fängt natürlich mit der Straßenbahn an. Können sich mit Mundschützen natürlich, mit einem Mundschutz schützen. Hände oft waschen und am besten gar keine Kontakte eingehen mit den Händen. Also keine Türklinken anpacken nirgends. Und auch ja, Hände geben tut man sich jetzt ja eh schon lange nicht mehr. Ja, das ist so das Wichtigste. Also ein starkes, gutes Immunsystem mit gesunder Ernährung und vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel, viel frische Bewegung an der Luft. Das wäre quasi so das Beste, was jetzt ein gesunder Mensch tun kann. Genau, würde ich sagen. Ja, dann danken wir Ihnen recht herzlich für den Einblick in dieses schreckliche Virus heutzutage. Wir sind in einer Situation, die es so noch nie gab. Ist auch für uns als Journalisten völlig neu, damit umzugehen. Und wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, vielleicht auch noch mal mit dem Expertenrat von Dr. Buntrock, und verabschieden uns jetzt erstmal für heute aus Kassel und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.